Hallo und herzlich willkommen zurück zu Manalords und dem verzweifelten Versuch, diesen Spielstand auf irgendeine Art und Weise noch zu retten. Ja. Der Winter naht und wir haben nur noch Nahrung für einen Monat. Was aber, glaube ich, eher daran liegt, dass unsere beiden, obwohl die arbeiten, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und Getreide haben wir hier eine Menge, also Brot können wir hier noch eine Menge machen. So, wir haben unsere ersten drei Schafe bekommen. Ich hatte eben schon auf den Aufnahmeknopf gedrückt und habe dann festgestellt, upsie, du Held hast es geschafft, dir das Spiel nicht aufzunehmen. Also, na, ihr wisst ja, ne? Profi und so. Na? Und hier tatsächlich, diese Hofstätte konnten wir ernsthaft schon upgraden auf Stufe 2. Die wäre auch upgradebar. Also. Nee, hier nicht. Hier nicht, uns fehlt dazu das Bauholz. Warte, ihr wart da. Wo ist denn mein Förster? Da ist mein Förster. Genau, ich wollte das Holzfällerlager haben und dem sagen, die sollen doch bitte einmal hier hinten abreißen, für den Fall, dass wir doch weitermachen mit dem Safe. Denn vielleicht haben wir unsere Probleme ja in den Griff gekriegt. Also das Einzige, was mich nervt, ist, dass wir so viele Dachziegel haben und die nicht loswerden können. Im Moment. Hier noch zwei Familien rein. Hier noch zwei rein. Ich habe auch in der Melzerei und hier für die Taverne. Aber auch schon mal aufgebaut und ihr seht, die anderen Märkte wachsen auch.
Lass mich mal rechnen. Ja, wir könnten in diesem Spielstand mit den vorhandenen Gebäuden auf 500 Einwohner kommen. Aber wollen wir das bei unserer Nahrungssituation? Eine Familie leidet jetzt Hunger. So, ihr kriegt das nochmal. So. Ich sag's, wie es ist. Die Anzahl der Hungernden ist geringer als in den Vorjahren bisher. Das stimmt mich im Prinzip ja schon mal ganz positiv. Wir müssten es jetzt nur mal hinbekommen, dass wir wieder ein bisschen was einlagern können. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt auch Bauholz. So, dass ich sagen würde, dass wir hier nochmal ein Holzfällerlager hinbauen. Na? Ja, und jetzt geht's ja schon, also. Ich wüsste jetzt auch aktuell gar nicht, wo ich dann noch die weiteren Familien überhaupt unterbringen kann hier. So richtig, wirklich. So, das Holzfällerlager ist fertig. Dann ziehen wir dies einmal voll. Nee, die Melzerei ist voll. Die Färberei, da könnte noch einer rein. So, ihr kriegt einen Arbeitsbereich zugewiesen, nämlich diesen, bitte. Mal was gucken. Hier nochmal ein Speicher, bitte. Denn, So.
So, importiere mir doch mal einmal bitte. Ein paar davon. Damit wir unsere Weide weiter füllen können. Uns fehlt Stein, okay. Wir sollten davon mal 10 importieren. Mach den. Danke. Achso. Dann müssen wir rumtricksen. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder rumtricksen. Aber guck mal, wir haben immerhin jetzt das erste Mal seit ewigen Zeiten mal wieder Nahrung für 2 Monate. Das ist gut, denke ich. Das ist gut, so denke ich. Also, ich meine, die Nahrungsvielfalt ist eigentlich sehr gut hier. Na, so, ich will mal was gucken. Wir strugglen gerade wieder mit der Taverne. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Es kann ja eigentlich bald nicht sein. Weil... Ah, ja doch, uns ist das Malz ausgegangen. Dann passt das wieder. So. Und wir haben die 500 Einwohner geknackt. Also... Das war so ein bisschen auch mein kleines Ziel, was ich mir am Anfang gesetzt habe. Dass wir da hinkommen. Und wir haben es erreicht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir dann für heute auch schon fertig. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.